Mal wieder so ein unnötiges Video. Ich nehme mal die Kopfhörer raus. So kann ich dann besser reden. So. Also, ja, zum ersten Mal trinke ich da, also ich habe schon so ein bisschen davon getrunken. Ich muss sagen, es schmeckt schon relativ gut. Ich kann den Geschmack jetzt nicht identifizieren. Weiß nicht, was es ist, obwohl das steht hier ja Yuzu Flavor und da noch so ein paar Limonen drauf. Also Yuzu sagt mir jetzt nichts, aber okay. Schmeckt irgendwie so wie so eine Süßigkeit. Ich kann es echt nicht erklären, aber für einen kurzen Moment schmeckt es wie Süßigkeit. Auch hat es diesen Kohlensäure-Effekt oder so. Kohlensäure-Effekt, wenn man Mineralwasser trinkt am Anfang. Keine Ahnung, es schmeckt auch ein bisschen wie Orange. Für einen kurzen Moment. So würde ich es jetzt beschreiben. Aber ja, man kann mich wahrscheinlich nicht nachvollziehen. Müsst ihr mal selber gucken, ob ihr das im Laden findet. So, jetzt habe ich noch hier, weiß nicht mal, was das ist. Zapp Energy Drink Taste. Okay, von der Schweiz. Hier. Zwei Stück. Kosten nur 45 Gramm, da habe ich gedacht, da mache ich nichts verkehrt. Okay, sieht schon mal so richtig so vanillefarbig aus. Einfach etwas grünlicher. So ein bisschen wie Durian, würde ich mal sagen. Erstmal probieren, erstmal probieren. Okay. Okay, das hat echt einen Geschmack von Energy Drink. Also der Nachgeschmack schmeckt so. Aber vom Aussehen her hätte ich jetzt niemals gedacht. Dass Energy diesen Energy-Geschmack hat. So. So, ich lese mal, was hier steht. Milchprotein, modifizierte Wachsmalstärke, Safflorkonzentrat, was das auch immer bedeutet. Aroma, Zitronensaft, Konzentrat, Zitronenkonzentrat. Okay. Das hier mal. Limonade mit Yuzu-Geschmack. Ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausspreche. Yuzu. Klingt für mich ein bisschen japanisch, aber ja. Ob es nun japanisch ist oder nicht, kann ich es jetzt nicht direkt sagen. Auf jeden Fall kalorienfrei mit Süßungsmitteln, kohlensäurehaltig und ja, der Rest ist jetzt französisch. Ja. Und dann noch Zutaten, Wasser, Kohlensäure. Kohlensäure habe ich ja vorhin schon gesagt. Säurungsmittel, Aroma, Farbstoff, Säureregulator, E331, Süßungsmittel, E952, 950, 954, 955. Ich weiß nicht einmal, warum ich das lese. Koffein natürlich, weil es Cola ist.
Nach dem Öffnen meinen Kühlschrank aufbewahren und innerhalb 3 Tagen konsumieren. Warum lese ich das überhaupt? Warum lese ich das überhaupt? Ja, so sieht's aus. Ich möchte jetzt nichts runterklecken. Das kann ich mir mal geben. So. Zum Frühstück essen.